Hallo liebe Campingfreunde, ich zeige euch heute den neuen Copa 500 und ich muss sagen, da hat Bürstner wirklich alles richtig gemacht. Von der Äußerlichkeit möchte ich euch nicht lange langweilen. Der neue Transit, das Design spricht für sich und genauso stark wie er aussieht, fährt er auch. Denn das Fahrzeug hat etwas Neues, erstmalig beim Transit hinten an der Hinterachse eine Einzelradaufhängung. Interessant wird es im Innenraum, kommt mal mit. Als erstes fällt die neue Bank auf. Das ist eine EHG-Eigenkreation, auch die Sitzschienen. Und toll ist das neue Raumgefühl. Während viele Campervans auf Basis des neuen Transit eher kleiner wirken, wirkt dieses Fahrzeug größer. Das liegt einmal an der breiteren Bank. Die Bank ist um 10 cm breiter geworden. Also auch das Bett somit, das finde ich klasse. Dafür ist die Küchenzeile ein klein wenig schmaler geworden, was aber nicht weiter ins Gewicht fällt, das zeige ich gleich. Erstmal zeige ich euch die Bank, denn das ist wirklich verblüffend. Verschieben kann man sie jetzt viel, viel einfacher. In diesen Schienen sind nämlich Rollen gelagert und man muss einfach diese beiden Hebel hochheben, kann nach vorne rollen, zack, kann nach hinten rollen. Das kann ein 10-jähriges Kind selbst machen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Die Schlaffunktion hat auch etwas Neues. Und zwar wird das Ganze jetzt etwas anders geklappt. Der Klappmechanismus wirkt viel solider und wirklich klasse. Wenn man es hier aufklappt, sieht man direkt, komm mal ruhig ran hier, man sieht dann direkt den neuen Einsatz hier. Das Auto hat nicht mehr diesen großen Kasten unten drunter, der vielfach gar nicht genutzt wurde, sondern hier kann man so einiges reinpacken. Die Sitzbank kann man hier umklappen und zwar einmal hier nach oben den Hebel, dann runterklappen. Du hast es gerade. Und jetzt kommt das Neue. Bislang konnte man die Rücksitzbank nur komplett runterklappen. Jetzt ist das Ganze variabel. Man kann es einmal nach oben machen. Und dann entweder ganz runter, so, zum Schlafen. Und wenn man am Tag ein bisschen chillen möchte, kann man es ein wenig steiler stellen oder noch steiler oder auch die komplette Sitzposition. Also wirklich richtig klasse. Und das Besondere, die Bank ist 10 Kilogramm leichter geworden. Sie lässt sich jetzt viel leichter ausbauen. Also man kann den ganzen Sitzbank umdrehen und auch andersrum benutzen, wenn man mal hinten raus chillen möchte. Also ich finde, das ist wirklich mega gemacht. Jetzt bräuchte ich es mal gerade wieder hoch. Sehr, sehr einfach, kinderleicht, also wirklich klasse gemacht. Wenn du jetzt hier mal reinschaust, hier hinten war sonst eine Schranktür zum Aufklappen. Da hat Bürstner das Ganze verbessert. Und zwar gibt es jetzt hier zwei Schiebetüren, sodass ich wirklich immer an all meine Sachen komme. Der Kühlschrank ist etwas schmaler geworden, aber dafür hat er einen Einsatz und lässt sich in zwei Etagen beladen. Unten das Bier oder die Getränke, oben das Gemüse. Das ist wirklich sehr gut. Der Rest ist ziemlich geblieben, das Panel ist geblieben, die Schalter sind geblieben. Was den einen oder anderen manchmal gestört hat bei dem Vorgängermodell, ist die Verdunklung, die die bei vielen Campern ja mittels Alufolien, also diesen Isoliermatten an der Wand, an der Scheibe realisiert wird. Hier hat man jetzt ein Rollo. Ganz easy. Hier auch. Das ist wirklich mega. Das kann man rundum zu machen. Vorne kann man gut die Remi-Front-Plissés einbauen. Dann braucht man überhaupt keine Verdunklungsteile mehr mitnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Der Herd ist in etwa so geblieben. Zeige ich der Ordnung halber nochmal. Solide Piezo-Zündung, zwei Flammen, ein Waschbecken. Hier ist auch genügend Platz, um mal Nudeln zu kochen. Vielfach sind hier direkt Schränke drüber gebaut, die dann aufquellen oder zu heiß werden. Und hier ist wirklich nach oben Platz. Dafür sorgt auch das neue Skyroof. Das zeige ich gleich.
Erstmal schauen wir den restlichen Teil hier unten an. Hier ist nämlich, die Schiebetür verschwindet komplett nach hinten. Hier ist die Besteckschublade, da gibt es auch einen Einsatz für. Hier unten zwei Fächer. Hier ist jetzt die Batterie verbaut. Das ist aus dem Grund, weil Ford nämlich unter dem Beifahrersitz in der Regel die die Fahrbatterie verbaut und da kein Platz mehr ist. Was auch neu ist, früher war die Standheizung unter dem Beifahrersitz. Das war einmal etwas lauter als andere Heizung und zum zweiten hatte er nur einen einzigen Auslass. Jetzt ist die Heizung unten unter das Fahrzeug gebaut, so wie es bei einem richtig großen Campervan üblich ist. Und das Besondere, was ich bisher noch bei keinem Campervan gesehen habe in dieser Klasse, das Dach, das Aufstelldach wird mitbeheizt. Das kann man jetzt hier noch nicht sehen, weil das ein Prototyp ist, aber es gibt einen Schlauch, der hinten hoch geht und das Aufstelldach vom Fußende mit warmer Luft versorgt. Also damit ist das Auto auch noch prima wintertauglich. Schauen wir uns mal das Dach oben an. Hier haben wir eine schöne Folienteil, das kann man immer aufmachen, auch im Regen, damit Licht reinkommt. Das Dach oben, das kennt jeder, es lässt sich sehr leicht runterklappen. Der Schlafbereich, da drauf sind wie immer Tellerfedern. Das ist von unten sehr schön belüftet, also da kann man super drauf schlafen. Das ist aber jetzt nicht das interessante Neue. Das Neue ist, es gibt jetzt einen Skyroof mit drei Funktionen. Ursprünglich war das Skyroof entweder zu, also ohne Skyroof, komplett zu. Das möchte ich jetzt hier bei dem Ausstellungsfahrzeug nicht machen. Dann konnte man es komplett aufmachen zur Lüftung, aber nachts musste man es immer schließen. Und jetzt hat man wirklich rundum eine Gase und wenn es in Italien mal so richtig warm ist, dann kann man wirklich das ganze Teil einfach offen lassen und so nachts schlafen, in den Himmel gucken, hat keine Mücken und fühlt sich auch durch diesen zusätzlichen Vorhang sicher. Dann zeige ich euch noch die Lampen. Die sind mit LED, einmal antippen, an und aus, sind gleichermaßen im vorderen Bereich nutzbar, als auch wenn es runtergeklappt ist im Hochbettteil. Hier sind sehr, sehr schöne neue LED-Schienen eingelassen. Die sind wirklich sehr elegant und viel hochwertiger als vorher. Also ich muss sagen, das ganze Auto hat sowieso durch die Farbgebung den Boden und das Interieur und die Verarbeitung enorm gewonnen und ist jetzt ein richtig elegantes Teil geworden. Dann mal kurz zum vorderen Bereich. Darüber könnte man natürlich bei dem neuen Transit eine Stunde erklären und philosophieren. Aber ich drehe mal den Sitz um. Zack. So einfach ist das. Was interessant ist für die, die das Fahrzeug im Campingbereich nutzen, ich komme hier prima durch. Keine Handbremse mehr. Keine Handbremse mehr, die im Weg ist, wenn man nach vorne geht. Und auch keine Handbremse mehr, die im Weg ist, wenn man den Sitz drehen möchte. Die ist nämlich jetzt hier elektrisch in der Mittelkonsole. Und das ist wirklich super. Die Automatik, also wer das Fahrzeug mit Automatik wählt, die ersten sind alle mit Automatik. Die Automatik ist hier in dem Drehhebel am Lenkrad versteckt, die Schaltung. Dadurch haben wir hier wirklich alles frei für wichtigere Dinge, zum Beispiel für Getränkehalter, für eine Ablage, allerlei Steckdosen. Also das finde ich wirklich für Camper eine ganz klasse Sache. Dann gucken wir uns das Fahrzeug mal von hinten an. Hier haben wir einmal die Gasflasche, wie immer in diesem Bereich. Darüber ist noch ein kleines Fach, da kann man ein bisschen was reinpacken. Normalerweise ist hier auch noch ein kleines Deckelchen drauf, dann kann man das ganz gut als Versteck benutzen. Vorne, das kann ich jetzt gerade nicht öffnen, da ist der Wassertank, und zwar der Frischwassertank und der Abwassertank. Das bedeutet, beides ist nun im Fahrzeug. Hier sieht man die Inspektionslugen dafür und dadurch ist das Fahrzeug auch winterfest, denn weder Frisch- noch Abwasser können einfrieren. Der Tisch für vorne ist wieder mal hier hinten versteckt, geht relativ leicht raus. Nur mal gucken, ich habe das noch nie gemacht. Einmal aufmachen, rausziehen.
Wunderbar. Soll ich mal einbauen vorne? Ich klappe immer erst das Standbein aus. Der hat drei Standbeine, dadurch kann man den Tisch auch frei hinstellen. Das zeige ich gleich nochmal. Und zwar wird er hier eingesetzt. Ist auch schön groß, also für ein Fahrzeug dieser Größe. Hier passen prima vier Teller hin. Beim Essen habe ich auch noch hier links ein bisschen Ablage, wenn ich das zumache. Also hier kann ich gut meine Getränke drauf abstellen und die Nudeln. Kann man hin und her schieben, wie man möchte. Wer mehr Platz haben möchte, das ist jetzt halt der Vorteil von solch einem Camper. Der schiebt man gerade den Sitz noch weiter rüber. Und man hat hier wirklich richtig mega viel Platz zum Sitzen mit der ganzen Familie. Also vier Personen sind überhaupt kein Problem mehr. Die breite Sitzbank gibt das wirklich ganz locker her. Das dritte Bein kann man natürlich auch noch ausklappen. Das zweite und dritte Bein. Einmal so, zack. Und einmal so, zack. Damit kann man den Tisch auch draußen nutzen. Ich bin allerdings jemand, ich stelle ihn auch gerne mal drinnen hin. So kann man ihn sehr noch variabler hin und her schieben, wo man ihn gerade haben möchte. Stabil genug ist er dafür. Also das ist auch eine Variante. Ja, mein Lieben, ich finde, dieses Fahrzeug ist echt eine Benchmark. Das hat Bürstner erstklassig hinbekommen. Es gibt ja einige Fahrzeuge mit Seitenküche, aber dieses hier ist bislang das, was mir mit Abstand am besten gefällt. Es ist wirklich rundum gelungen. Die Technik ist klasse, der Platz ist klasse und die Anmutung ist klasse. Und am meisten freue ich mich jetzt auf meinen neuen Vorführwagen. Der kommt nämlich auch in der Farbe Grey Matter, wie er hier steht. Er wird einen 170 PS Motor haben mit 8-Gang-Automatik. Und jetzt haltet euch fest, mit 4x4. Das wird wirklich ein klasse Auto. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch gerne bei mir Probe fahren. Mein Team und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Es ist schon so sehr klasse. Wenn ich jetzt gerade gucke, die Felgen, ich glaube, die mache ich noch schwarz. Aber irgendwas müssen wir ja auch noch dazu haben, das Fahrzeug zu verbessern. Alle Infos zu dem Auto findet ihr auf meiner Website. Ich trage dort alles zusammen, was Stück für Stück über das Fahrzeug bekannt gegeben ist. Was aktuell noch fehlt, ist leider der Preis. Dort könnt ihr die Infos entnehmen. Und wenn ihr Lust habt, ruft uns an, kontaktiert uns. Wir würden uns freuen. Viele Grüße, euer Oliver.